Da ist ein Hund! Oh. Ha! Der erste Hund! Da, guck mal, da kommt er rein! Ich glaube, der hat Flöhe. Blau heißt er. Moin Leute, herzlich willkommen zum 67. Part von Sims 4. Leute, lasst eine kleine Bewertung da und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Manuel! Ja? Heute ist ein traumhafter Tag. Weißt du auch warum? Nee. Und zwar ab dem heutigen Tag haben wir es aktiviert. Das brandneue Sims-Add-on Hunde und Katzen. Das bedeutet, wir können uns kleine Hundis holen und kleine Katzis. Wollen wir das ganze Haus voll machen? Ja, überall. Eine ganze. Ist das nicht ja, voll teuer? Wir könnten die einfach praktisch dazu abrichten, dass sie immer die Leute, die bei uns einfach klingeln, so Aslak und Bitte und so, ja, dass die dann fast. Direkt. Ja. Nein, sowas machen wir nicht. Das Problem ist allerdings, wir haben gar keine Ahnung, wie wir jetzt ein Tier adoptieren. Aber ich drück erstmal hier auf Go, damit der Aslak nach Hause kommt. Der muss bestimmt nicht mehr lang arbeiten, oder? Nee, der ist fast fertig. Och, bis 4 Stunden noch, bis ich ein Tier adoptieren kann. Ha! Ja, das ist ja unglaublich, wie schnell so einfach $188. Ja und? Boah, ich bin beeindruckt. Nee, guck mal, deshalb ist er jetzt auch ganz müde. Und jetzt macht er gleich noch ein bisschen hier schlafen und dann, wieso habe ich eigentlich Hunger? Hä, alles easy. Das muss ich gar nicht noch machen. Er macht jetzt dann noch schweres Gewichtheben für Spaß und dann holen wir uns endlich Hundis und Katzen. Denn es gibt eine niegelnagelneue Stadt und bei der werden wir gleich einfach mal vorbeischauen, um dort zu sehen, was da abgeht und ob wir dort irgendwie in der Hundeklinik ein paar Tiere adoptieren können. Und ich glaube auch, es gibt ein Feature, dass man die auch selber erstellt. Da kann man seinen eigenen kleinen Hundi erstellen. Das werden wir auch auf jeden Fall noch machen. Ha, Manuel, Vampirtraining anbieten. Das ist das letzte Puzzlestück. Glaubst du? Ja. Hab ich's jetzt? Doch. So. Aber wann habe ich die denn verwandelt? Ich weiß es nicht. Ja, ich habe keinen Plan. Ja, wenn ihr jetzt Nein sagt, ich weine. Nein, die wird Ja sagen. Guck aber mal. Aber ja, sie hasst mich. Das ist gut. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, ich hasse dich. Ja. Ha! Ja! Alter. Wie viele Punkte habe ich denn bekommen? Oh, du musst... Nein. Nein. Das finde ich klasse. Ja, du, boah, du musst doch mehr wieder... verwandeln. Mist. So, ein paar Leute her. Ja, mache ich. Kein Problem. So, er pennt. Er muss jetzt aber gleich aufstehen, damit er pumpt. Ha! Der Aslak! Da ist er wieder. Oh, ist weg. Oh. Mann. Aber wo ist er? Doch... Ja, er ist einfach wieder zurück in sein kleines Kästchen gegangen. Hä? Aslak, du solltest pumpen. Aber egal, du hast jetzt, du brauchst ein bisschen Spaß. Und wie bekommt man Spaß? Durchs Pumpen. Nein. Mit schönen Ach so. Eine Tierklinik kaufen? Sie könnte eine Tierklinik kaufen. Warte mal, Die hat kein Geld. Ich will die nur mal gucken. Sieht mein Geld aus. Ich möchte doch nur mal gucken, wie das ist mit einer Tierklinik. Ich habe jetzt auch ganz viel. Oh, nur mal gucken. Da, genau. Oh. Das ist Brindleton Pay. Oh, guck mal, da sind schon kleine Hundis und Katzis. Also wir würden gemeinsam eine Tierklinik kaufen, alle zusammen. Oh. Ja, aber für wie viel? Ach so. Nee, das ist die Tierklinik. Für nur 86.000. Und wer verdient die? Ich weiß es nicht, wer dann da arbeitet. Vielleicht wir alle. Aber dann bist du arbeitslos. Kauf einfach. Nein, das glaube ich nicht. Aber soll ich die Tierklinik einfach mal kaufen? Ja. Okay. Okay. Oh. Wir müssen da hinziehen? Ja, scheinbar. Familie GEP Ach und so, Palun nee, plant nee, eine nee, Betriebseröffnung. Möbliertreck, komm. Okay. Warte, was stand da noch? Grundstück planieren. Ach so, planieren? Nee. Alles gut. Kauf. Nee, okay, möbliert. Grundstück für Geschäft kaufen. Ha! Oh ja! Alter! Junge, jetzt bist Unsere du nicht Unsere erste nur... Immobilie. Müssen wir, aber die Frage ist, müssen wir dann da selber arbeiten? Stellen wir Leute ein? Nee, ja auch nicht, Alter. Mann, das ist voll anstrengend. was ist eigentlich? Ach ja, stimmt, ich bin ja Wissenschaftler. Ha! Hä? Aslak? Oh! Was ist das denn? Überweise Budget an dein Geschäft? Warte, was steht da oben? Geh mal an, wenn du da draufklickst. Was passiert dann? Haushaltsbudget. Ach so. Ja, dann. Nein, dreh's wieder. Dann, Machen wir mal so, wir können es ja leisten. 50.000. Nee, mach ruhig 100.000. 100.000? Ja, klar. Okay. Du musst das Konto noch anwählen. Ach so. Aktuelle Tierklinik. Umbuchung bestätigen. Batz! Alter Schwede. 100.000 investiert. Oh, warte, da oben.
eine Tierklinik besitzen. Eine Tierklinik zu besitzen und führen ist harte Arbeit. Für viele Sims sind Tiere Familienmitglieder und sie vertrauen darauf, dass du ihre kranken, pelzigen Freunde gut behandelst. Stelle fähiges Personal ein, verwalte deine Klinik ordentlich und verbessere deine Tierarztfähigkeiten, um erfolgreich zu sein. Weitere Informationen findest du in der Lektion eine Tierklinik besitzen. Wir brauchen noch keine Lektion! Nee. Das schaffen wir. Ich arbeite auch nicht. Step by step. Also ich würde da vielleicht arbeiten. Ist besser als Wissenschaftler, weil die mobben mich da. Die alten Rentner. Ja, die alten Rentner, die sagen, oh, du bist noch so jung und knackig und dann fassen die mir an den Po. Ui, das würde mir aber gefallen, muss ich sagen. So, warte mal, Aslak, was machst du da? Vielleicht brauchen wir doch eine Lektion, ich weiß nicht. Keine neuen Gäste zulassen? Aber ich bin ja gar kein Arzt. Licht ein und aus, Fischkauf. Eben, keiner ist fähig dazu. Wir haben alle gar keine Ahnung von Medizin. Harte Tür. Ich könnte der Hausmeister sein. Ja, aber wer führt dann den Rest an? Ich weiß es nicht. Aber hier muss es doch eine Option geben, die es mir erlaubt, irgendwas zu verwalten. Ja, doch, muss es. Warte, hier? Ah, hier! Zack, kurz mal auf Pause. Ach, da. Da sehen wir das alles. Vorteilspunkte. Was denn für Vorteile? Warte mal, erstmal Tierklinik-Einstellung. Gewinnspanne 100%. Werbung? Ah, Angestellte. Ja. Tierarzt. Oh, wir müssen das nicht mal selber können. Nice. Also, krass, wir können hier das Outfit einstellen. Das können wir später machen. Was der Tierarzt trägt und was die weiblichen und männlichen Angestellten tragen. Das ist ja mega nice. Blau-schwarz gestreifte Sachen, ne? Was ist das? Diesen Betrieb verkaufen. Nein. Wir gucken mal hier. Angestellte verwalten. Ha! Wer ist das denn? Was? Shingo. Aber die sind irgendwie alle nicht so krass, oder? Ich finde die alle sehr krass. Nein, die können ja nichts. Die können ja alle können gar nichts. Als wir. Obwohl ja der. Shupuya Delgato. Die sieht fähig aus. Oder Axel? Aber Axel kann nichts. Ich glaube erstmal die. Warum können die denn nichts? Also wir haben noch genug Geld. Ja, ich weiß es nicht. Müssen wir die echt trainieren? Unten einen Sim zum... Klicke unten auf einen verfügbaren Sim. Ich glaube, also es macht einfach Sinn, dass wir sie einstellen, ne? Sie ist die Einzige mit Expertise. Ja. Okay. Delgato. Ich nenne dich Super, weil sie heißt ja Supriya und ihr Spitzname ist Super. Auf Level 2 befördern. Warte, mach mal. Dann wird's... Ich weiß nicht, was dann passiert. Ich denke, sie wird besser, oder nicht? Ja, aber oder haben wir die jetzt einfach befördert? Ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich kriegt ihr einfach mehr Kohle auf einmal. Toll, danke. Aber ich kann öffnen. Umbuchen, Geschäftsvorteile. Ah, wenn wir hier Punkte sammeln. Patientenansturm. Oh, cool. Zusätzlichen Ach so, Motivationsrede. Ich glaube, ich werde meinen Job kündigen und Tierarzt. Was? Ja. Kannst du doch nicht machen. Doch, ich bin nur Erfindungsassistent. Das ist nichts Krasses. Ja, aber ein krasser Erfindungsassistent. Aber ich werde einfach Tierarzt. Und wenn du dann irgendwann mit deiner Karriere fertig bist, wirst du auch Tierarzt und wir machen die erfolgreichste Tierklinik, die Welt jemals gesehen hat. Du kannst auch irgendwas anderes machen. Ja, wie wär's denn, wenn deine Frau mal was machen würde? Nein, die muss zu Hause echt bleiben. Ekelhaft. Die muss doch kochen. Job kündigen. Ja. Aslak, ruf an. Ja, ich komm nicht mehr, ja. Und geil. Ja, ich komm nicht mehr. Tschüss, ihr Loser. Ah, warte, jetzt muss ich mich irgendwie hier selber, weil ich glaube, man kann das ja nicht selber irgendwie anwählen, sondern ich muss jetzt irgendwie, okay, ich weiß nicht wie. Wie werde ich Tierarzt? Ach, ich glaube an dich. Das schaffst du schon. Ja, aber wie denn? Ich werde erstmal öffnen. Ja, vielleicht kannst du dich jetzt selber einstellen. Ich glaube, irgendwann kann ich das, aber ich bin jetzt erstmal arbeitslos, ist auch schön. Wow. Ich habe geöffnet. Die Tierklinik ist geöffnet. Jetzt müsste... Da ist sie. Ja, toll. Die Einzige, die was kann. Ich mach erstmal... Verwalten. Loben. Überprüf sie. Herab. Ach, für Schulung bezahlen. Ach so. Schulung. Oh ja. Perfekt. Kurze Schulung. Damit sie besser. Ja, genau. Ja, sehr gut. Hier, bitte. Du kriegst hier das Geld. Da ist ein Hund. Oh, ha! Der erste Hund. Da, guck mal, da kommt er rein. Ich glaube, der hat Flöhe. Blau heißt er. Oh Mann, ich möchte auch einen Hund. eine Schulung nach der Arbeit. Willst du mir helfen, mich zu verbessern oder bin ich nicht gut genug? Wie dem auch sei, ich werde eifrig lernen. Das war eine Geste. Ich begrüße ihn. Hallo. Guten Tag. Patient warmherzig begrüßen. Irgendwas stimmt nicht mit meinem kleinen Mädchen Blau. Kannst du mir bitte helfen? Ja, mach ich. Ich helfe dir. Ach, das ist eine... Oh, das Mädchen.
Ich bin jetzt scheinbar doch Tierarzt. Ich habe zwar keinerlei... Was ist denn da los? Hast aber einfach keinen Job. Was ist das denn für eine... Ich verstehe das nicht. Also, was haben wir denn für Hightech-Equipment? Oh Gott, was muss ich jetzt machen? Ja, das fragt er sich auch. Oh Gott. Ach so, jetzt kann ich bestimmt den Hund anklicken. Behandlung. Oh, warte. Spritze geben. Was könnte er haben? Ah, nee, ich muss ihn wahrscheinlich erstmal untersuchen. Ach, du musst ihn echt analysieren. Untersuchen, da. Sam, ich glaube einfach, ich muss Hautfell untersuchen. Weil er hat da, da springen Flöhe runter. Ja. Ah, yo. Ja, ach, sieht sehr gut aus. Komisch aus. Ja, oh, okay. Also das kann man aber auch ohne Lupe erkennen. Diagnose Flöhe. Perfekt. Dann Behandlung. Da. Parasiten-Killspray. Ich helfe dir. Ich mache deinen Hundi wieder gesund. Hilf ihm bitte. Oh. Ganz ruhig, Hundi. Ja, ganz schönes Spray drüber lücken. Ja. Sauber. Das macht dann 12.000 Simlions. Oh, guck mal, der ist beeindruckt. Was für ein beeindruckender Tierarztbesuch. Mehr Auswahl. Das war's aber auch krass. Ja, 125. Ich habe auch ein bisschen was... Oh. Ist jetzt neidisch, weil ich so krass war? Ja, ich glaube schon. Aber können wir mal die Kleidung ändern? Oh Gott. Was hat er denn? Oh Gott. Ach, ein Rentier. Oder hat er sich verletzt? Was mache ich jetzt mit dem? Keine Ahnung. Ich glaube, ah nee, der ist jetzt einfach fertig. Aber das ist, glaube ich, ihr Patient. Alter, was, wer ist das denn? Der ist ja eine absolute Maschine. Aber sie, ja, sie untersucht ihn. Ist er einfach nur fett oder sehr breit? Eine Katze! Was ist denn? Oh, ist die klein. Ich glaube, die hat Schnupfen oder Tollwut. Oder beides. Wie süß. Patient begrüßen. Warmherzig begrüßen. Hallo, herzlich willkommen. Komm, also, Mann, wir brauchen echt andere Outfits. Ich fühle mich nicht wohl. Oh, Josie hat sich vorher noch nie so benommen. Ich hatte gehofft, das würde sich widerlegen. Aber es ist schlimmer geworden. Bitte sieh nach, was du machen kannst. Okay, nein, nicht mach Josie. Ich. Komm mit, kleine Katze. Hallo. Also, ich glaube nicht, dass Katzen sich so beim Tierarzt verhalten. So voll gezielt. Ja, ja, geh da drauf. Ja, okay. Ja. Also, normalerweise ist das immer ein bisschen komplizierter. Die hat doch da Schnodderseuche an der Schnauze. Da lückt doch alles, da ist alles runter. Oh, die hat drei Sachen. Untersuchen. Patienten beruhigen geht auch. Ich werde erstmal ihren Mund untersuchen. Chaps. Ja, ja, wenn so eine Katze das nicht so mag. Untersuchen. Dann nochmal vielleicht Temperatur messen. Ah! Die hat da voll hingekotzt. Hä? Also, wie eklig ist das denn? Oh, brechen, hohe Temperatur. Und was könnte sie noch haben? Vielleicht die Augen untersuchen? Unkontrolliertes Sabber. Sumpfmaul. Boah, okay. Krass, was kann man denn da alles machen? Placebo ist... Ich kann nur eine... Was? Placebo. Dann mach. Okay. Verstehe zwar nicht, was das bringen soll, aber... Hier, du bekommst was. Ja, komm, ja! Ja, Placebo ist ja eher sowas... Levelaufstieg! Jawoll. Oh, ich bin einfach eine Maschine. Das bist du sogar. Und der ist auch froh. Aslak hat zwei wunderschöne Briefkästen mit Tiermotiven freigeschaltet. Aber das ist nice. Sicher, dass du nicht hier mitarbeiten möchtest? Ey, jetzt gerade auf gar keinen Fall. Ich bin kurz davor, die höchste Stufe zu erreichen. Oh, wir haben auch keine neuen Patienten? Du könntest Werbung machen. Oh. Alter. Jetzt scheißen die da schon die Bude voll, oder was? Ich weiß es nicht. Irgendjemand hat da glaube ich, hingekotzt. Ja, sieht ein bisschen nach Kotze aus. Aber die Frage ist jetzt natürlich, wie schaffen wir es, soll ich eine Katze klauen und mit nach Hause nehmen? Ja, klau einfach. Das merken die nicht. Kann ich die kennenlernen? Freundschaft. Ich kann einer Katze meine Freundschaft anbieten. Hä, aber wieso ist die denn immer noch bei uns? Das ist doch der Sabber. Ist das eine streunende Katze? Nee. Doch, oder? Dort! Ja, doch, eigentlich schon. Du kennst sie ja nicht. Ja, klar. Auch du hast Flöhe. Och, Mann. Aber ich wüsste halt jetzt wirklich einfach gerne, warte mal, am Handy oder im Internet? Gucken. Bestellung. Kann ich Tiere bestellen? Eine Katze zum Mitnehmen, bitte. Ja, ja, aber wie Haushalt? Ich wüsste echt gerne, wie ich mir so eine Katze kaufe oder einen Hund. Also ich würde eigentlich am liebsten natürlich einen Hund holen. Aber ich kann ja in der Stadt, warte mal, ich klicke mal hier, reisen. Nee, achso, du willst da mal hingehen. Ja, eine Tier,
Ja? Wie heißt es denn? Nicht Tierklinik, Tierheim. Sondern was anderes. Tierheim, ja. Ich glaube, das ist letztlich so, dass man sich sein eigenes Tier erstellt. Ach, und das dann selber einziehen lässt. Ja, genau. Da müssten wir mal gucken. Glaubst du? Ja, ich glaube, das hatte ich nämlich gelesen. Ich glaube, nee, der Aslak kommt wieder zurück, dann erstellen wir einen Hundi und der kommt dann zu uns. Und in der nächsten Folge kannst du dann deinen Hundi erstellen. Muss ich jetzt hier schließen für heute? Nein, wir brauchen Geld. Wir haben 14 Uhr. Ich möchte eine Katze, einen Hund schließen. Ja! Gäste bedient. Netto gewinnt so, 275. $200 gerade mal. Was heißt denn gerade mal? Ja, ich habe vorhin ein Bild für 3000 verkauft. Psst. So, und jetzt Sit-Ups machen. Nein. Du gehst nach Hause. Zurück nach Hause. Oh Gott. Gott sei Dank. Komm, schnell. Und dann holst du dir ein paar Tiere. Ja. Ich weiß aber gar nicht, was für eine Rasse ich letztlich haben möchte. Ein Schmenjel vielleicht? Ja, aber ein Schmenjel habe ich schon zu Hause. Das ist ein bisschen problematisch. Der ist ein bisschen komisch. Warum? Weiß ich auch nicht. Ha! Oh Gott. Da wurde aber gerade ungünstig reingezoomt. So, Schlängel, du bist der Experte. Wie erstelle ich jetzt jemanden? Du musst eigentlich raus, oder? Du musst, glaube ich, sogar unser Spiel... Ich speicher. Speicher mal. Ich speicher mal. Das ist... Pidiesel Hund Geilo. Vielleicht einfach auf Play? Ich glaube Play und dann unten links, ne? Wenn du niemanden angewählt hast von uns. Oh. Achso, nee, ist alles gut. Da. Ja, neuen Haus. Ja. Halt. Das kann es sein. Ja, genau. Und jetzt plus? Ein Sim hinzu. Nee, das ist ja schon ein. Doch, da! Doch, ah! Tier hinzufügen, aber dann löscht das. Ja? Okay, Leute, wir sind ein bisschen verwirrt, wie das Ganze jetzt so richtig funktioniert. Aber wir wollen auf jeden Fall jetzt hier einfach. Oh. Okkulten Sim hinzufügen? Was? Klick mal an. Alien hinzufügen? Ein Vampir Alien? Aliens gibt es, aber wir haben bisher noch kein einziges gesehen und ich verstehe nicht warum. Ja, es geht jetzt erstmal um Hundis und Katzen. Was ist das? Mischling erstellen? Hund hinzufügen. Erstmal Hund hinzufügen. Ja! Das heißt, du kannst eine Hundekatze erstellen? Ich weiß es nicht. Hä? Alter Schwede, was es hier alles gibt, guck mal! Zack. Das ist echt krass. Ha, und Dalmatina! Von 101, die kannst du ja komplett... Also kannst du den Husky wählen. Ja! Boah, ich wüsste überhaupt nicht, was ich nehmen soll. Oh, guck mal, wie süß der ist! Aber ein Husky ist echt cool. American Eskimo. Gibt's denn hier auch... Ha, so ein kleinen Chihuahua! Aber würde ich mir nicht holen als Hund. Nee. Bitte nicht. Aber jedem das sein. Also das ist ja auch echt immer Geschmackssache, was man da letztlich immer für eine Hunderasse nimmt. Oh Mann. Oh Gott, okay, Leute. Ich würde mal sagen, ich muss mir einfach Gedanken machen, was für einen Hund ich letztlich haben möchte. Das muss wohl überlegt sein. Nein, einen Pudel. Bitte. So einen kriegst du, Alter. Nee. Doch, mit so einer richtig krassen Friese. Ach, guck mal, hier kannst du auch... Alter, was das für ein Masler ist. Krass. Das kannst du einfach einstellen. Ja, du kannst mega viel, auch hier, wie, oh Gott, aggressiv. Jägerin. Alter. Was für krasse Sachen wir können wir können uns Leute züchten, die dann die anderen angreifen, das wäre echt geil. Das wird nice. So Leute, das war's mit dem heutigen Part von Sims 4. Lasst eine kleine Bewertung da und habt jetzt alle einfach noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.